Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema geometrische Folgen. Anders als bei den arithmetischen Folgen, wo der absolute Zuwachs von einem Folgenglied zum nächsten konstant war, haben wir jetzt also hier mit Folgen zu tun, wo der relative, der prozentuelle Zuwachs gleichbleibend ist. Schauen wir uns dafür einmal zwei Beispiele an. Die erste Folge hier ist 1, 2, 4, 8, 16 und dann wird es also so weitergehen, 32, 64 und so. Und da sehen wir, von einem Schritt zum nächsten wird da immer mit 2 multipliziert. Von 1 nach 2 wird verdoppelt, von 2 nach 4 wird verdoppelt, von 4 nach 8 wird verdoppelt. Und das heißt, wir haben jedes Mal einen Zuwachs von 100%. Also zur 1 wird nochmal eine 1 dazu addiert, um die 2 zu bekommen. Zu 2 wird nochmal eine 2 dazu addiert, um die 4 zu bekommen. Zu 4 nochmal eine 4, dann gibt es die 8 und so weiter. Also ich kann es entweder als so einen Wachstumsfaktor beschreiben, mal 2 oder einen relativen Zuwachs von plus 100%. Dann gucken wir uns das zweite Beispiel an. Hier ist die Folge 200, 100, 50, 25, 12,5. Dann wird es weitergehen mit 6,25, 3,125 und so weiter. Dann sehen wir hier also, da ist immer mit 0,5 oder 1,5 multipliziert worden. Wir haben immer eine Halbierung. Von 200 zu 100 ist eine Halbierung, von 100 zu 50 ist mal 0,5, von 50 zu 25 und so weiter. Oder mit anderen Worten, wir haben jedes Mal 50% abgezogen. Also wir haben entweder mit dem Wachstumsfaktor von 1,5 multipliziert, 2 mal 1,5 ist 100, 100 mal 1,5 ist 50, oder ich habe die Hälfte abgezogen. Die Hälfte von 200 ist 100 und dann 200 minus 100 ist 100, minus 50 ist 50, minus 25 ist 25. Und so weiter. Das sind also die beiden Arten, wie ich das üblicherweise beschreiben würde. Um das jetzt noch mathematisch etwas formal einzubetten, schauen wir uns an, was die sogenannten relativen Differenzen sind. Das gibt also den Unterschied zwischen zwei aufeinanderfolgenden Folgengliedern an, xn und xn-1, als Anteil oder Bruchteil oder Prozentsatz am Ausgangswert, an dem Ausgangsfolgenglied xn-1. Ja, und diese Differenz hatten wir auch geschrieben als Delta xn dividiert durch das frühere Folgenglied xn-1. Wenn ich das ausschreibe, ist das xn-1 dividiert durch xn-1 und dann kann ich auch dividieren, weil den Teil kann ich wegkürzen und dann muss ich aber natürlich noch den Bruch hier betrachten. Also es ist das Verhältnis der aufeinanderfolgenden Folgenwerte minus 1. Und wenn ich das also hier bei der ersten Folge mache, dann habe ich zum Beispiel 2 dividiert durch 1, das ist das Verhältnis der aufeinanderfolgenden Folgenwerte, minus 1 und das ergibt dann 1. Oder ich kann sagen 4 dividiert durch 2 minus 1, das ist auch wieder 2, der Wachstumsfaktor, minus 1 gibt uns den Prozentsatz an, um den es nach oben geht. Oder hier auf der rechten Seite, da habe ich dann also 100 durch 200, das ist der Wachstumsfaktor, das ist 1,5. Und wenn ich davon minus 1 abziehe, habe ich minus 1,5 oder minus 0,5. Und das ist also hier eine Folge, wo diese relativen Differenzen konstant gleich 1 sind. Und das zweite ist eine Folge, wo die relativen Differenzen konstant gleich minus 1,5 sind. Fassen wir das also einmal in der Definition zusammen. Geometrische Folgen sind solche Zahlenfolgen xn, bei denen eben diese relativen Differenzen konstant sind. Und wir vergeben dann auch häufig diesen Namen R für die relative Differenz, die eben konstant ist. Und wir verwenden zumindest hier auf den Folien und im Skriptum den Buchstaben Q für das Verhältnis der aufeinanderfolgenden Folgenglieder. Also Q wäre der Wachstumsfaktor und R ist die relative Differenz. Und den Wachstumsfaktor habe ich eben auch schon illustriert, ist also bei der einen Folge 2 und bei der anderen Folge 1,5.
Und als Bildungsgesetz für die geometrischen Folgen wissen wir dann, dass wenn also das erste Folgenglied ist dann ein nulltes Folgenglied, beispielsweise mal Q. Und das zweite Folgenglied ist dann das erste Folgenglied mal Q. Und das kann ich dann natürlich ausschreiben als x0 mal Q mal Q. Und das ist dann x0 mal Q zum Quadrat. Also ich habe von einem Folgenglied zum nächsten immer diesen Wachstumsfaktor Q, der dazukommt. Und wenn ich das dann einsetze, x0 mal Q für x1 eingesetzt, dann bekomme ich x0 mal Q zum Quadrat und für x3 hätte ich dann x2 mal Q und x2 ist ja x0 mal Q zum Quadrat, das ist dann also x0 mal Q hoch 3 und so weiter. Also wenn ich hier beim nullten Folgenglied anfange zu zählen, dann ist das n-te Folgenglied Q hoch n mal das nullte. Wenn ich beim ersten anfange, das hatten wir ja im vorigen Video bei den arithmetischen Folgen auch schon gesehen, manchmal ist es günstiger bei 1, manchmal günstiger bei 0 anzufangen zu zählen, dann könnte ich natürlich auch schreiben, das ist x1 mal q hoch n minus 1. Ja, also es ist, ich kann jedes Folgenglied aus jedem anderen herleiten und muss halt so viele Schritte wie dazwischen liegen, so viel mal muss ich diesen Wachstumsfaktor dazu multiplizieren. Und den kann ich dann hier als Q schreiben oder ich kann ihn als 1 plus R schreiben. Wenn wir uns das grafisch anschauen, heißt das also, von einem Folgenglied zum nächsten komme ich immer, indem ich halt einen gewissen Anteil von meinem Ausgangsfolgenwert, von dem hier, dazu addiere. Ja, und hier ist es genauso. Ich habe den und den Anteil R vom Folgenglied x1 addiere ich wieder dazu und so weiter. Also es wird immer ein Anteil des vorigen Folgenglieds wieder dazu addiert und dadurch liegen dann die Folgenglieder einer geometrischen Folge auf dem Graph einer Exponentialfunktion. Wir haben ja auch genau die gleiche Schreibweise bei den Exponentialfunktionen auch schon gesehen, die wir entweder mit einem a hoch x oder 1 plus r hoch x geschrieben haben. Und hier schreiben wir jetzt halt q und 1 plus r, aber die Namen sind natürlich weiter ohne Belang. Und hier haben wir das also nochmal allgemein hingeschrieben für diese beiden Folgenglieder. Man nimmt dann also das Nullte sozusagen und nimmt dann den Wachstumsfaktor hoch n jeweils dazu. Und die wichtigste Anwendung für diese Art von Wachstum kennen wir auch alle, das ist die Kapitalverzinsung. Da haben wir genau das, wenn man Geld auf das Sparbuch legt, dann wird am Ende des Jahres ein gewisser Anteil des Betrags, der auf dem Sparbuch liegt, nochmal draufgeschlagen. Ja, und das ist dann genau der Zinssatz. Und deshalb schauen wir uns eben die geometrischen Folgen hier im Kapitel zur elementaren Finanzmathematik an, als Rechenwerkzeug für die Zinsrechnung. Eine letzte Sache möchte ich in diesem Video noch kurz vorstellen, die Summe einer geometrischen Folge. Und zwar ist das auch etwas, was man häufiger braucht, dass man n aufeinanderfolgende Folgenglieder aufsummieren muss. Das werden wir also in nachfolgenden Videos noch brauchen. Also das Sn ist definiert als die Summe der ersten n Folgenglieder und hier fange ich an bei 0 zu summieren und dann geht es halt bis xn minus 1. Ich könnte alternativ natürlich auch von x1 bis xn summieren, wäre genauso möglich. Und die Lösung für diese Summenformel schauen wir uns auch als erstes an. Das ist das, was hier hinten steht. Das ist das erste Folgenglied, was in der Summe vorkommt, das hier. Und dann brauche ich den Wachstumsfaktor Q und das n ist die Anzahl Folgenglieder. Also hier haben wir n Stück, n Folgenglieder und wir brauchen das erste Folgenglied mal q hoch Anzahl Folgenglieder in der Folge minus 1 dividiert durch q minus 1. So bildet man diese geometrische Summe.
Schauen wir uns noch kurz an, warum das so ist. Die Begründung ist gar nicht schwer, dafür auf diese Folge, auf diese Formel zu kommen. Und zwar wissen wir aus dem Bildungsgesetz für die geometrische Folge, dass wir die Folgenglieder so hinschreiben können. Ja, da sieht man also schon, das x0 kann man ausklammern, das ist einfach. Und dann haben wir 1 plus q hoch 2 plus und so weiter plus q hoch n minus 1. Das ist eigentlich der schwierige Teil, den wir jetzt aufsummieren müssen. Was machen wir da? Dann machen wir einen kleinen Trick. Wir schreiben uns einmal das Sn hin, das, was wir gerne ausrechnen wollen. Und dann multiplizieren wir nochmal mit q durch. Wir nehmen also Sn mal q. Dann bekommen wir also einfach jedes Mal noch den Faktor q einmal mehr dazu. Und dann passiert was ganz Interessantes. Ich habe nämlich hier und hier denselben Wert stehen. Und auch hier und hier habe ich dann denselben Wert stehen und hier und hier. Also es geht durchgehend, habe ich alle Folgenterme auf beiden Seiten stehen. Nur einen gibt es hier vorne und hier gibt es einen, der nicht in beiden vorkommt. Das heißt, wenn wir die Differenz zwischen Sn und Sn mal q bilden, dafür kann ich dann auch schreiben, das ist Sn mal 1 minus q. Das ist dann dasselbe wie x0 plus x0 mal q hoch n. Und auch da kann ich dann nochmal ausklammern und habe hier x0 mal 1 plus q hoch n. Entschuldigung, Vorzeichen habe ich hier verwechselt. Da haben wir ein Minus und auch hier haben wir dann ein Minuszeichen. Und dann müssen wir nach Sn auflösen, dividieren also durch 1 minus q durch und dann ergibt sich diese Formel da oben. Also ich hatte es jetzt hier stehen mit 1 minus q hoch n dividiert durch 1 minus q. Das ist natürlich dasselbe wie q hoch n minus 1 dividiert durch q minus 1, indem ich einfach in Zähler und Nenner das Vorzeichen vertausche.